der Musiker und Schauspieler Martin Schenkel starb kurz vor seinem 35. Geburtstag vor 20 Jahren auf einem Hirntumor. Als lebhafter Lebenskünstler Flip war Martin Schenkel Teil der Success-Sitcom «Fast Family». In der Rolle, die er in den Herzen der TV-Zuschauer spielte. Von 1994 gab es eine echte Flip-Manie. Aber diese Rolle als Flip war ein segnender Fluch für den Basel-Schauspieler. Fass schnell alle Pensionen zum Spielen von SRF, alle Folgen auf Play SRF, er und das Ensemble erhielten zwei Preise wahllos als Kraut, Favoriten und das beste Unterhaltungsprogramm. Sein Alias Flip folgt dem klassisch ausgebildeten Schauspieler wie ein Schatten. Es ärgerte ihn, er nur als Flip angesprochen wurde, er wollte, dass sie sich an ihn Musiker erinnern. Zusätzlich zum Schauspiel war die Musik die zweite grosse Leidenschaft von Martin Schenkel. Dano Tamasi, Redakteur von SRF Musik, kannte Martin Schenkel persönlich und schwärmt, als er von Schenkels musikalischen Qualitäten spricht, ZVG Dano Tamasi, Duration 23 Sekunden. Ein Stern ohne Sternluft, obwohl Martin Schenkel oft im Rampenlicht stand und 50 Konzerte pro Jahr spielte und zwei Filme machte, sah er sich als gut Bünzli. Jeder denkt, wenn sie berühmt sind, ist alles so besonders, sagt das junge Talent 2002 in einer Fernsehsendung. Ich bin eine normale Person und muss selbst meine Zähne putzen. Die Musik lief gut und Martin Schenkels Karriere als Schauspieler dreht sich in eine Richtung, die er wollte. Von Flip zu ernsteren Rolle. Film mit Martin Schenkel Box Rapping Box 1998 Die Vögi ist ein Suhund F.S.T. UN Salau 2000 Es grosse Sache 2002 Im Namen der Gerechtigkeit mit Matthias Gnädere vom Schicksal bremst mich 1998 war ein epileptischer Anfall mit der anschließenden Diagnose eines Hirntumors und zu einer Zeit, als Martin Schenkel frisch verliebt war und er seine zukünftige Frau Lucy nur 3 Monate kannte. Teschbum und die Welt sind anders. Martin Schenkels grösste Angst in der ersten Woche war es, seine junge Liebe Lucy zu verlieren. Die Damokles der Krankheit kreischte über die junge Familie. Martin Schenkel fand es auch im Glauben. Das Beten half mir, mit der Angst vor dem Tod umzugehen. Wenn Träume wahr werden, Martin Schenkel hörte erst kurz vor seinem Tod auf zu träumen. Er hat immer noch einen traumerfüllten Wunsch, mit seiner eigenen Trommel in Basel Karneval durch die Strasse zu ziehen. Das Wichtigste war die Familie. Und Zeit. Das ist das Wertvollste, was wir haben. März 2003, ein Monat vor seinem 35.